Tag, lieber Bürger, Bürgerinnen in Kleinen und Umgebung. Die Sendung von TV Bad Kleinen wird präsentiert von TUI Laden. Hier in Bad Kleinen und seinen Dörfern, manche sind zu Hause. Na, hallo, guten Tag, ihr Lieben. Wir wünschen euch gesund bleiben. Alle die besten Wünsche, beste Noten, euch Kinder von den Schulen in Bad Kleinen und TV-Film. Alles, ihr Liebe, gesund bleiben, ne? Beste Schulleistung, ihr seid die Zukunft für unser Land, das ist wichtig. Ne? Wir lieben euch. Tui und Sebastian und das ganze Team. Ne? Hallo, wir sind jetzt hier in City Personal Service in Bad Kleinen und hier ist was Neues. Hallo Kuma, wir haben hier was Neues. Hallo, ja, wir haben Soft-Eis. Letztes Jahr haben wir auch gehabt und dann im Winter machen wir nicht. Aber jetzt im Sommer haben wir wieder die Soft-Eis. Die Sorten Vanille und Schoko gibt es immer und zwischendurch holen wir immer Erdbeer und Vanille auch. Das hört sich lecker an. Ja, das ist auch sehr lecker. Wie ist die Resonanz? Ja, das Eis läuft gut und schmeckt auch sehr. Okay, ja, dann lassen wir uns das probieren. Ja. Danke. Auch unser Kameramann hat Eis gekriegt. Du als Kameramann. Ich kann das nicht. Jetzt kann ich nicht. Wie schmeckt dir das Eis, Kameramann? Also mir schmeckt das Eis sehr gut. Gegen 5.45 Uhr traf man sich beim Netto-Parkplatz in der Hauptstraße am... Der Verein feiert sein 100-jähriges Bestehen und wir, die AG Fernsehen der regionalen Schule am Schweriner See, begleitet heute das Königsangeln 2024. Dort traf man Thomas Graber bei einem herrlichen Veranstaltung. Es war noch kurz vor sieben, aber ich würde sagen, wir können alle starten. Da gleich im Atemzug möchte ich sagen, ich möchte mich ganz herzlich bei der Kapelle bedanken für die Musik. Und wir laden Sie gleich nächstes Jahr wieder ein, Mitte Juli. Ich bedanke mich ganz herzlich. Der Kaffee kommt auch gleich. Danke, tschüss. Ich muss mal meine Angel erstmal vorbild machen. Ah ja. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ihr Damen. Hier gibt es frisch geräucherten Fisch von Richard. So, wir sind also wieder beim Hauptpreis von Angel. Essen und Trinken genossen. Denkt dran, viel trinken heißt es. Auch wenn es wirklich gut schmeckt, alles denkt dran. Und dann schauen wir. Und das Artschätzen bitte nicht vergessen, dass es dieses Jahr mit Gewicht. Peter, wow, großer Applaus, großer Applaus.
Also ich finde, wenn solche Leute in der Feuerwehr sind, dann muss man sich auch keine Gedanken mehr machen. Dann kann ich ja auch wieder mit ein bisschen Kerzen. Ich finde bei Anglern immer so toll, dass sie so wahnsinnig gesprächig sind. Ne? Die, nö, ja, kann sein. Und dann ist es schon geschwätzig. Das ist dann schon geschwätzig. Ne, Philipp? Philipp, dreh dich doch mal andersrum, dann sieht das Volk dich. Das Volk muss dich ja sehen. Also einen großen Applaus für Philipp. Kommen wir zum Zweitplatzierten der Erwachsenen. Und das ist auch kein Unbekannter. Ich sag mal so, das ist demjenigen wahrscheinlich auch in die Wiege gelegt worden. Der Zweitplatzierte ist Paul Grabert. Paul, komm mal zu uns. Diesmal nicht Papa, nicht Onkel, nicht irgendwer, sondern... Komm her, ich mach das mal. Glückwunsch. Guck mal, da das schon Nachfolger ist, schon auf dem Arm. Gibt es schon so kleine Angeln? Ich weiß gar nicht. Oh, wir haben Trommelwirbel. Ich werde verrückt. Trommelwirbel! Geht das auch lauter? Ich höre ja nur so ein Wirbelchen. Großer Applaus für Paul. Ich finde, der Applaus geht aber größer. Also wir machen das jetzt nochmal, Leute. Großen Applaus für Paul. Ja, ich bin stolz auf euch. Ihr könnt es doch. So, jetzt der große Moment. Erste Platzierung, Wahl oder Kürung des Angelkönigs. Und jetzt kommen mir die Tränen tatsächlich. Genau. Oh, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ludwig, komm bitte nach vorne. Und ich darf gar nicht heulen, weil ich bin geschminkt. Ich freue mich so für dich. Also Ludwig hat, also Paul hatte 2504 Punkte und Ludwig hat 7153 Punkte. Steckt die anderen beiden noch im Sack und wäre dann immer noch der König. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin unglaublich stolz auf meinen Sohn. Den Sack wollte ich mir nicht über den Kopf, so schlimm ist ja nur auch wieder nicht. Ne? Das kann man vielleicht in 10 Jahren machen, da muss ich mir vielleicht einen Sack über den Kopf stecken. Aber Ludwig, es ist das erste Mal, dass du König bist. Also Junioren warst du schon, ne? Ja. Also, aber jetzt als Erwachsener, und er ist schon ganz schön lange erwachsen, also Ludwig ist jetzt 36 Jahre alt und musste schon ganz schön lange warten, einmal Angelkönig zu sein. Und jetzt ist es soweit. Ich feiere das total. Also, ein riesen Applaus für Ludwig. Jetzt wäre auch mal so ein Trommelwirbel mal wieder angesagt. Also, ich bitte dann, ist Steffen denn überhaupt hier? Also, ich bitte dann mal den... Hast du schon... So, und dann rüber. Ich muss sagen, ich habe mich seit einer Woche darauf vorbereitet und habe mir Plätze ausgesucht und habe dann immer wieder versucht, war morgens, bin ich jeden Morgen jetzt die Woche um 5 Uhr aufgestanden und habe geguckt, wo was gehen könnte. Ich habe 5 Tage lang wirklich Seife gekauft und habe nichts gefangen. Und aus einer Entscheidung mit meiner Freundin zusammen haben wir dann auch beschlossen, einfach vom Ufer aus zu angeln, weil es heute auch so heiß ist. Ja, und ganz spontan Platz gestern noch vorbereitet, heute hingesetzt und im Endeffekt ist es das. Sehr viel Glück gehabt auf jeden Fall. 7200 Gramm, glaube ich, waren es, ja. Es ist gut angefangen bei mir. Ich habe nach circa 20 Minuten habe ich den ersten Brassen fangen können. Lange Zeit gar nichts, dann nach 2 Stunden der nächste und wirklich 10 Minuten vor Ende kam dann der dritte und vielleicht auch entscheidende Brassen. Und ja, ich denke mal, es ist eine ganz gute Marke und für 3 Stunden Angelzeit auf jeden Fall absolut in Ordnung. Ich möchte diesen Sieg auf jeden Fall meinem viel zu früh verstorbenen Großvater widmen. Ich wünsche mir hier. Ja. Unterhaltung und Getränke sowie Essen und hier auf dem Fest auf jeden Fall gesorgt. Unser Filmbeitrag vom Königsangeln 2024 und gehen in die Redaktion zur Bearbeitung. Ihre Melina Ernst. Und tschüss.
Kindert kleinen und seinen.